Herr Grass, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ich fühle mich einfach frei. Nicht einsam, frei. Einsam wäre das falsche Wort, es hat so einen madigen Beigeschmack. Ich arbeite auch zurzeit an einem neuen Buch. Es wird eine Autobiografie. Der vorläufige Titel ist Ins Gras gebissen. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie dieser Titel zustande kam. Er kam einfach. Ich finde, in dieser Welt ist alles so schnell geworden durch diese Computer und auch durch dieses... Sind Sie auch im Facebook? Na klar. Sehen Sie, ich nicht. Und ich finde die Zeit, ein Buch zu schreiben... Herr Grass? Entschuldigen Sie. Ja. Ist es ja nicht so, wenn man jetzt Schriftsteller ist, dass man den ganzen Tag Zeit hat. Es ist ja nicht so, dass man sich einen lauen Lenz macht. Ja? Schriftstellerei, das ist tatsächliche Arbeit, was sehr viele Leute auch erkennen. Es ist keine Arbeit wie auf dem Bau. Es ist eine Arbeit mit dem Geiste, mit dem mächtigsten Werkzeug, das uns Menschen gegeben ist. In letzter Zeit halte ich sehr viel Lesungen meiner frühen Werke vor Studenten, vor jungen Germanistikstudenten. Ich hoffe, sie ein wenig inspirieren zu können. Applaus für Günter Grass. Das Krematorium zwischen den Vereinigten Friedhöfen und der Technischen Hochschule arbeitete bei Westwind. Studienrat Mallenbrand pfiff faul. Und sind in einem Saale vielleicht 1000 Hörer. Zum Doc oder mal sehen. Hotten Samstag sorgte für mich. Wer ihm nachschwimmt, bekommt den Arsch versohlt. Wenn dann zwei von ihnen durch mich ans Schreiben gebracht werden, ist das schon ein Erfolg für mich, denn seien wir mal ehrlich, ich denke nicht, dass ich noch lange unter den Lebenden weilen werde. Herr Grass, würden Sie mir mein T-Shirt signieren? Entschuldigen Sie, mir kam gerade ein Motiv in den Sinn. Ein Schriftsteller schreibt ja nicht einfach nur, er recherchiert ja auch. Und man findet einfach nicht viel Zeit, um sich vielleicht um mindere Tätigkeiten sich zu kümmern. Sie erinnern sich bestimmt an Der Butt, ein Buch von mir, eine Novelle von mir, von Günter Grass. Um die Inspiration, den Schreibfluss aufrechtzuerhalten, habe ich mir damals ein Aquarium mit einem Butt auf meinen Schreibtisch stellen lassen. Der ist dann irgendwann gestorben und meine Frau hat ihn zubereitet damit. Etwas Fenchel und Rosmarinkartoffeln. Herr Grass, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Es war mir tatsächlich eine Freude. Eilmeldung. Seit kurzer Zeit terrorisiert ein Günter Grass-Doppelgänger deutsche Fußgängerzonen. Plagiatsvorwürfe und der Vorwurf der Urkundenfälschung wurden laut. Hierzu ein Sachkundiger. Ich finde, es ist eine Unverschämtheit. Wir haben es hier mit einer Person zu tun, die sich offensichtlich im Glanze von einem leider verstorbenen Autoren sonnen will. Ich möchte nicht sagen, dass jedes Buch von Günter Grass großartig war. Nein, nein, das möchte ich nicht. Gut, es waren ein paar sehr gute Werke dabei. Die Blechtrommel, Katz und Maus war sehr gut. Aber auch Abscheulichkeiten, muss man sagen. Literarische Nullnummern, würde man heute sagen. Es ist eine Frechheit. Und nun behauptet er ja auch, ein weiteres Buch schreiben zu wollen. Dann ist Gras gebissen. Im besten Fall ist dieser Titel einfach nur ein schlechter Kalauer. Es ist eine Autobiografie, eine Biografie über mein Leben von mir selber geschrieben. Denn ich möchte es nicht erleben, dass jemand anders über mich schreibt. Das hatte ich schon zur Genüge mit den Kritikern, die mir alles angedichtet haben. Und ich kam durchweg schlecht weg, aber
Erlauben Sie mir diese kleine Arroganz. Der Erfolg gibt mir recht. Ich werde diese Welt nicht verlassen. Man wird sich an mich erinnern. Und wenn auch mein Körper nicht mehr da ist, so werden doch meine Werke, meine Ideen, meine Visionen weiter bestehen.